Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese Karte basteln könnt. Und zwar ist das jetzt keine normale Standard-Klappkarte, sondern gleichzeitig mit Ziehmechanismus. Kommt hier hinten nämlich einmal ganz toll ein weiß embosster Text zum Vorschein und hier unten auch nochmal ein Gruß. Und lässt sich auch wieder gut reinschieben. Ja, und hier drin kann man dann auch noch persönliche Grüße unterbringen. An der Ausarbeitung des Mechanismus habe ich eine Weile gearbeitet und möchte euch daher darum bitten, wenn ihr die Karte nachbastelt oder nach diesem Prinzip eine Karte nachbastelt, doch auf dieses Videotutorial zu verlinken. So, was brauchen wir jetzt dafür? Wir brauchen verschiedenen Cardstock, einmal 21 x 14,8 cm mittig gefalzt für eine Standardklappkarte, zweimal Cardstock Flüsterweiß 10 x 14,3 cm, einmal für hier oben drauf und einmal für drin, Cardstock 6 mal 10,3 cm und Cardstock 8 mal, ja, an sich 11,3 cm, sage ich aber später noch was zu. Hier habe ich einen extra starken Farbkarton Flüsterweiß von Stampin' Up genommen, da hier dieser Rausziehteil ja schon ein bisschen was aushalten können soll. So, die Karte lege ich zur Seite. Wir brauchen zunächst diesen Teil, also die 10 x 14,3 cm und den Papierschneider. Jetzt legen wir die Karte so ein, dass das hier bei 2 cm anliegt und schneiden gleich von 3 bis 11,3 cm hier runter. Das heißt, oder auch ungefähr von 11,3 zu 3 runter. Wir setzen das Messer so an, dass die Nase hier bei 11,3 cm liegt. Und schneiden jetzt runter, bis die Nase bei 3 cm ist. So. Dann drehen wir das Ganze um. Und das noch mal genauso von 11,3 zu 3. Ja? Dann haben wir das jetzt so eingeschlitzt. So, hier im unteren Bereich habe ich so einen Halbkreis ausgestanzt. Dazu nehme ich mir jetzt einmal einen Post-it, den ich auf irgendein Reststück klebe, einfach dadurch die Post-its selbst sind zum Stanzen zu dünn, das kann die Stanze verhaken. Und da, wo die Klebeseite ist, stanze ich mir jetzt einen 3/4 Zoll Kreis aus. So, dann kann ich ihn abziehen, knicke mir das dann einmal mittig. Dann kann ich mir jetzt hier einmal mit Hilfe des Geodreiecks, machen wir mal so, dass ihr das besser sehen könnt, die Mitte markieren. So, nochmal kurz nachmessen. 4,1. Ja, so. Oh. Ja, sollte man natürlich mit der Klebeseite da auflegen. Kann ich das jetzt nämlich gut hier anlegen und ausstanzen. So, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Ja, gearbeitet habe ich mit dem wunderschönen neuen Stempelset Es schneit. Ich gebe zu, in das hatte ich mich beim ersten Durchblättern des neuen Katalogs direkt verliebt. Und daraus nehme ich mir jetzt einmal die Schneeflocken.
Dann das petrolfarbene Stempelkissen. Und stempel mir jetzt hier rundum. Auf. So, hier hatte ich dann jetzt ein bisschen getrickst, weil ich wollte da jetzt nur die kleine Flocke haben. So. Habe ich mir den Rand schon ein bisschen verziert. Dann habe ich hier mein Stück Farbkarton Petrol in 6 x 10,3 cm. Das kommt nachher hier genau zwischen. Und da embosse ich mir jetzt den Text. Das sind hier Potz Blitzeis, es ist schon Weihnachten, in Flüsterweiß. Und zwar passt er jetzt von der Breite genau hier rein und vom oberen Rand 2 cm weg. Kann jetzt sein, dass mein Kopf gerade ein bisschen ins Bild rückt, damit ich das möglichst exakt ausrichten kann. So, mit dem Pulver ruhig großzügig sein. Abklopfen, weil der Rest landet eh wieder in dem Döschen. Ich muss auch sagen, dass das Pulver enorm ergiebig ist. Das ist immer noch mein erstes Töpfchen weiß und ich habe damit schon hunderte Karten gemacht und das ist nicht übertrieben. So, das überschüssige Pulver puste ich dann ab und dann wird das Ganze jetzt kurz mit dem Embossing-Föhn erhitzt. So, jetzt ist das fertig embossed. Damit das nicht ganz so langweilig aussieht, habe ich mir jetzt den oberen und unteren Bereich mit diesem Prägefolder, ich glaube Punkteregen heißt da, embossed. Das sieht man jetzt hier, wie das dann nachher aussieht. Dafür lege ich mir das einfach nur so ein Stück da rein, dass das genau abschließt und kurbel es dann so durch die Big Shot und auf der anderen Seite genauso. Das mache ich eben. Sieht dann jetzt so aus. Mir war das jetzt, oder ich wollte das ein bisschen dezenter nur geprägt haben. Und deshalb bin ich einfach mit dem Falzbein über die ganzen Punkte ruhig mit Kraft nochmal drüber gegangen. Und dann habe ich das immer noch mit einem schönen Muster drin, aber nicht ganz so aufdringlich. So, das Ganze klebe ich dann auf meine Karte. Und zwar genau zwischen die beiden Schlitze und auch 2 cm vom oberen Rand weg. Schön darauf achten, dass man nicht über die Schlitze drüber klebt, weil das so beweglich bleiben muss. Als nächstes brauche ich dann das Stück extra starken flüsterweißen Cardstock, wo ich schon sagte 8 cm mal an sich 11,3. Ich habe dann allerdings das jetzt ein bisschen größer gelassen. Das sind jetzt, glaube ich, 13
cm, genau, weil ich mir zunächst mit diesen tollen neuen Edge-Schlitz, da ist einmal, sind da diese Häuschen drin, einmal Nikolaus-Schlitten und die Tannenbäume, zunächst hier oben die Silhouette so stanzen möchte. Das heißt, ich lege mir das so an, dass das hier so gerade passt und kurbel das jetzt auch einmal durch die Wickshop. So, dann kann ich das so abnehmen. Wie man sieht, da fallen einem auch schon die kleinen Fensterchen regelrecht entgegen. Hier hat man dann einmal noch so einen Streifen, den sieht man immer so ein bisschen von den hier diesen Rand. Ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm. Das kann man ein bisschen glatter machen, indem man dann einfach mit dem Falzbein da nochmal drüber geht. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Und damit ich jetzt auf meine 11,3 cm komme, messe ich jetzt von dieser oberen Kante aus circa 11,9 und stelle fest, das passt ziemlich genau. Brauche ich jetzt gar nicht mehr abschneiden. Als nächstes lege ich das Ganze jetzt bei 4 cm an und schneide das jetzt ein bis zu 7 cm. Ups, ich rück mal gerade wieder ein bisschen ins Bild. Ja, dass ich das jetzt hochschneide. Bis ich bei 7 cm bin. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich nehme mir dann hier meine Karte mit den Schlitzen, stecke das so hier durch und hier wieder zurück. Bis das von hinten jetzt so aussieht. Dann brauche ich ein Stückchen Tesafilm, um hier meine Lücke, die da ja entstanden ist, weil ich da reingeschnitten habe, um das hier wieder zusammenzukleben. So. Jetzt sieht man einen Hauch, kann dann doch noch abgeschnitten werden. Wenn ich das jetzt nämlich nach ganz oben reinschiebe, soll hier unten ja nichts überstehen. Das ist vielleicht ein Millimeterchen. Dann bei dem Papierschneider kann man zum Glück auch so winzig kleine Streifen gut abschneiden. Teste ich nochmal und jetzt passt das perfekt. Hier im unteren Bereich runde ich mir jetzt der Optik halber noch die Ecken ab. So, dann nehme ich hier meine Karte. Und das, was in die Karte reinkommt, wo man danach seine persönlichen Grüße draufschreiben kann, stempel hier jetzt auch einfach nochmal Schneeflocken auf. Und klebt das Ganze da rein. Wenn da mal ein bisschen Klebe drüber kommt, kann man die mit dem Kleberadierer einfach entfernen. So, dann drehe ich mir die Karte hier um
richte das schön gerade aus. Und mache jetzt ganz am Rand auch doppelseitiges Klebeband, so Sticky Tape, sprich welches das richtig, richtig gut klebt. Und hier oben zur Verstärkung einfach nochmal mit ein bisschen Abstand einen zweiten Streifen. So, die Schutzfolien einmal alle abziehen. Gucken, dass die Karte jetzt auch richtig rumliegt. Und das Ganze dann möglichst mittig auf die Grundkarte kleben. Rand gut andrücken. Lässt sich auch noch alles ziehen, wunderbar. Hier in den unteren Bereich stanze ich mir dann noch ein kleines Loch. Mal gucken, dass ich das auch schön mittig habe. Nachher noch ein bisschen ausrichten, das Band. Und daran kann ich dann jetzt gut die Karte rausziehen. In dem Stempelset sind ja auch diese total süßen Schneemänner. Als Produktpaket kann man da auch noch einen ganzen Haufen. Wie viel steht hier jetzt gerade bei, wie viel drin sind? Auf jeden Fall kann ich jedes dieser Stempelmotive mit dem passenden Framelits ausstanzen. Das erleichtert die Arbeit natürlich ungemein. Ich habe jetzt schon mal die Schneemänner hier vorbereitet. Die klebe ich jetzt nicht auf, während das Ganze hier oben ist, sondern ich ziehe das hier einmal raus, damit ich dann gucken kann, wenn ich das jetzt hier hinklebe, dass der Text natürlich noch recht gut zu lesen bleibt. Ich sehe gerade, habe ich vielleicht einen Tacken zu weit nach unten gestempelt. So, da fällt mir ein, dass ich da ja noch einen weiteren Grußtext aufstempeln wollte. Und zwar hier unten drauf. Geschickterweise macht man das natürlich vorher, bevor man das Ganze zusammenklebt.
aber geht zum Glück auch im Nachhinein. Ja, und fertig ist die Zielkarte. Ja, beim Text müsst ihr einfach ein bisschen drauf achten, wenn ihr den da hinstempelt, dass er natürlich ganz hier hinter verschwindet. Das heißt, viel höher dürfte er jetzt auch nicht. Aber auch beim Gestalten dann der Vorderseite, dass er nicht komplett verdeckt wird jetzt von den Deko-Elementen. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zu eigenen Karten diese Art inspirieren konnte. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!